Frage mich, wenn der Cottbus heute ein Tag der Entscheidung, es geht um den Aufstieg in die dritte Liga. Sie sind auch ins Stadion gekommen. Welche Gefühle begleiten Sie dabei? Ja, das ist so ein Stückchen Erinnerung an unsere Relegationsspiele und vielleicht sehe ich mich auch ein bisschen als Glücksbringer. Ich denke, die Mannschaft braucht es nicht. Das ist vieles schon getan, aber man muss konzentriert sein. Und ich hoffe, dass Cottbus wieder halt mal in den normalen Gefilden des Profifußballs ankommt. Wenn Sie an 97 zurückdenken, was war damals dann der Schlüssel in diesem entscheidenden Spiel gegen Hannover? Ja gut, die Vorzeichen waren ein bisschen anders. Ne? Wir waren der klare Außenseiter gegen Hannover, jetzt sind die Vorzeichen genau umgedreht. Jetzt ist Cottbus der Favorit. Es ist ein bisschen psychischer Stress mehr, aber die Mannschaft ist die bessere und wird sich überhaupt nicht durchsetzen. Wie begleiten Sie in den Cottbus? Wie oft gucken Sie noch hin? Ja, man ist immer irgendwie dabei. Das ist mein Verein. Da ist man groß geworden. Ja, ich über 20 Jahre und fast 500 Spiele auf der Bank verbracht. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Man guckt hin. Man ist enttäuscht, wenn die Entwicklung so wie in den letzten Jahren vonstatten gegangen ist. Und jetzt hofft man wieder. Und ich hoffe, dass ich nicht das letzte Mal hier bin. Dass ich irgendwann mal in 2-3 Jahren hier bin und hoffe wieder Zweite oder noch höhere Ziele dann erreicht werden können. Ja. Was tippen Sie für heute? Wie geht's aus? 6-1. Vielen Dank. Danke.